Heute bauen wir ein ferngesteuertes Auto mit dem Calliope. Hier sind die Sachen, die ihr dafür braucht. Ein Lötkolben und eine Säge braucht ihr auch. Nun nehmen wir uns ein, keine Ahnung wie man das nennt, schneiden es auf jeden Fall, dass da 5 sind, um das auf dem Calliope zu machen. Hier haben wir unsere zwei Motoren, die wir schon an den Reifen, damit wir die als Lötstelle benutzen können. Wir tun da unsere zwei Kabel rein. Dann verbinden wir das eine grüne Kabel mit dem anderen grünen Kabel. Und das sind die Sachen, die ihr für das Batteriepack braucht. Ihr verbindet die zwei Kabel, also vom Batterie und noch eins. Und so sieht das dann fertig aus, wenn ihr das dann noch mit dem roten gemacht habt. Das ist jetzt ein kurzer Funktionstest, ob das alles funktioniert. Die Batterie an die Motoren angeschlossen. So befestigt ihr die dann auf diesem Auto. So sieht aus, wenn es fertig ist. Fast. Allerdings fehlt noch eine Schraube und eine Mutter. Das verkabelt ihr jetzt mit dem Batteriepack. Und ihr verkabelt es noch mehr. Hole ich jetzt nochmal von oben aus. Nochmal von unten. Jetzt tut ihr da die Batterien rein. So, und jetzt machen wir uns ans Programmieren. Programmieren werden wir mit lab.open.org. Die Seite, wo ich das her habe, ist der Blog von Leon Brachwitz. Und wo die Pins sind, das ist Calliope. Das ist der dritte Link in der Videobeschreibung. Dafür wählen wir da unseren Calliope aus fürs Programmieren. Zuerst müssen wir da auf die 2 drücken, damit wir dieses Nachrichten bekommen. Zuerst wollen wir den Kanal auf 0 setzen und das holen wir aus Nachrichten. Jetzt soll er was unendlich oft machen, deswegen gehen wir auf Kontrolle, Schleifen und wiederholen unendlich oft mache. Wenn etwas ist, dann macht er etwas. Wenn Taste A gedrückt ist, dann soll er eine Nachricht senden, eine Zeichenkette, und zwar die Zeichenkette links. Also wenn A gedrückt ist, sendet er eine Zeichenkette, die links heißt. Mit Stärke 7. Das kopieren wir jetzt noch dreimal. Fügen das dann wieder ein. Und jetzt nicht immer die Taste A, sondern die Taste A, danach die Taste B. Jetzt holen wir noch uns zwei Pins. Wir nehmen Pin 2 und Pin 3, weil das gut in der Hand liegt. Jetzt sendet er immer links, es soll aber links, rechts, Vollgas und Bremsen. Das verändern wir jetzt einmal. So, das hätten wir geschafft. Ja, das war's schon mit der Fernbedienung. Jetzt laden wir das auf unseren Calliope drauf, den wir rechts unten auf den schwarzen Pfeil klicken. Wir machen jetzt Rechtsklick auf den Link, der da steht, machen Link speichern untern und ziehen uns das dann auf den Calliope. So, und jetzt machen wir direkt weiter mit dem Auto. So, um zu starten müssen wir eigentlich nichts verändern, außer dass wir die 4 wenn machen Blöcke einfach löschen. Und machen uns eine Variable. Die Variable nennen wir Nachricht. Sie ist keine Zahl, sondern eine Zeichenkette. Wir machen noch eine Vorbereitung. Dafür gehen wir auf Roboterkonfiguration und holen uns zwei Motoren. Ein Motor ist. Also der linke ist Port B und der rechte ist Port A, damit es schöner aussieht. Der linke nennen wir Motor B und den rechten Motor A. Jetzt gehen wir wieder auf unser Programm. Um weiterzumachen, holen wir uns ein Schreibe-Nachricht aus den Variablen. Da holen wir noch uns ein Empfange-Nachricht. Wir sehen, das geht da nicht rein, deswegen ändern wir das auf Zeichenkette und jetzt geht das auch rein.
für uns eine Entscheidung. Und seine Windschleife ist. Wir fehlen unter Logik. Wenn die Nachricht gleich, holen wir uns aus dem Text, eine Sprechblase, wenn die Nachricht gleich links ist, dann soll der Motor halt links fahren, das machen wir unter Bewegen, Motor, dann soll der Motor MA an Tempo 100 und der MB an Tempo 0 sein. Das kopieren wir uns jetzt wieder dreimal, ziehen das da einfach rein. Wenn der rechts ist, jetzt nehmen wir das jetzt mal alles um. Rechts Vollgas und Bremsen. Wenn rechts ist, dann machen wir das einfach andersrum. Vollgas ist beides 100. Und Bremsen ist auch klar, das ist einfach 0. So, nun sind wir fertig mit unserem Auto. Das spielen wieder auf unserer Calliope, rechtsklick auf dem Nepo, Pro.hex und auf dem Calliope ziehen. Fertig.